Da nun die Gesichter und Darstellung des Gottes hinreichend beschrieben sind, ist hier noch die Gefolgschaft des Gottes zu beschreiben. Viele seiner Gefolgsleute entstammen seinen eigenen Ländern, denn seine jüngere Schwester Zar dankt dem Bruder die Liebe mit seinem Segen. Zuvor das zu nennen wären hier die Gischt-Töchter des Hephardos. Einst peitschte der alte Gott die Meere auf und die Wellen und die Wogen waren ihm eine Lust und Freude. Stein und Fels zerbarsten und schier ewiglich schien der Sturm zu wüten. Aus der Lust des Gottes in diesem Bad entsprang nun seine Tochter, die wir die Gischt-Götter nennen, die Gischt-Töchter. Sie gehören zu den mächtigsten seiner Kinder und dienen dem Vater, denn allein aus ihm entstanden sie. Ihre Namen will ich nun nennen, denn sie sind nach dem Willen des Vaters behütet und sie sind für die Seefahrt und die Schiffe und die Matrosen zuständig, die sie denn anrufen. Die drei treuen Schwestern sind Aemas, welche die Wellen des Windmeeres lenkt und die älteste der Töchter ist. Sie ist leicht zu grämen, doch auch pflichtbewusst und die Menschen wohlgesonnen. Auch hütet sie den Wall des Vaters, wieder die nachtblauen Ketzer des Güldenlandes mit der blauen Feste Nikäon. Die Fischer und die Seeleute der westlichen Küste ehren sie am Fest der Wasserglätte, dem Beginn des schiffbaren Jahreszeit, mit einem Opfer. Die zweite Schwester ist Alymo und sie hütet die südlichen Gewässer. Der helle Schein Praios lenkt sie doch ab, die allzu spielerisch ist ihr Gemüt, so dass sie unbedacht Leid bringen mag und nur aus einer Laune heraus Schiffe fern der Heimat lenkt. Die dritte Tochter ist nun Fanarga und sie hütet das Meer der Tulamiden. Sie ist den Menschen nicht wohlgesonnen, denn lange währte ihr Kampf gegen die von den Tulamiden verehrten Götzen. Und so starrt ihr auf die beiden Geisterschiffe, die sich aus dem Nebel herausgeschält haben. Grünes Leuchten umwabert sie und hüllt sie ein, wirft spielerische Schatten durch die rotgewandeten Rondrianer, die stumm an Bord stehen. Und so plötzlich, wie sie gekommen sind, versinken sie wieder in den Fluten vor euch. Die Sonne ist untergegangen. Und ihr steht zögernd und abwartend an der Reling. Ihr könnt die Matrosen wieder beruhigen. Und nachdem ihr euch einige Minuten auch davon überzeugt habt, dass der Nebel sich aufgelöst hat, könntet ihr auch ein Leuchten aus der Kapitänskajüte von Zulamin erkennen. Ich glaube, wir haben Besuch. Ja, ich glaube auch. Wartet noch, lasst mich gerade schnell meine Schärpe holen. Vielleicht hilft uns das irgendwie. Ja, natürlich, Beulax. Oh, so. Wie sehe ich aus, wenn das wirklich Rondrianer sind? Vielleicht sind sie gekommen, weil sie gehört haben, welche Heldentaten ich vollbracht habe. Wir vollbracht haben, nicht wahr? Das sagte ich ja. Sagten sie zwar nicht, aber ich lasse euch durchgehen. Ich habe einen sehr guten Ruf bei der Rondra-Kirche. Vielleicht können wir sie ja dazu bringen, mit uns gemeinsam zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Wir haben noch ihre Galionsfigur im... Ja, irgendwo auf dem Unterdeck, oder? Ja, ganz genau. Nun, ich denke, wenn sie hier auftauchen, dann werden sie wohl mit uns kämpfen wollen, aber lasst es uns von ihnen selbst hören. Ihr könnt bereits das glühende Fluoreszieren unter dem Spalt der Tür erkennen und wenn ihr sie dann aufmacht, könnt ihr sehen, wie dort an dem großen Tisch von dir ein historischer Kapitän steht mit einer Admiralsuniform oder so etwas. Und drei durchscheinende Rondrianer, die die Hände verschränkt haben hinter dem Rücken. Seid gegrüßt, euer Gnaden. Zulamin nickt jedem von ihnen einmal zu. Die Löwen mit euch. Nicken nur zurück. Der Kapitän hebt die Hand zum Gruß, durchscheinend wie er ist. Seid gegrüßt. Ich bin Elgor Gorstweg. Der Kapitän der Karacke Eisenwald. Seid gegrüßt. Ich bin Zulamin Al-Shabra, Kapitana der Avianda. Was verschafft uns denn die Ehre? Wir haben den Ruf vernommen und folgen zu einem letzten Gefecht. Dann freuen wir uns, euch willkommen heißen zu dürfen.
Oh ja, vielleicht habt ihr schon einmal von mir gehört. Ich bin Boltax. Ich bin ganz gut mit Ayla befreundet. Wir sind sehr froh, euch an unserer Seite zu wissen. Ayla, es ist lange her. Wir haben vor einiger Zeit eine eurer Galionsfiguren aus dem Wasser gezogen. Habt ihr Interesse daran, sie zurückzubekommen? Materialismus brauchen wir nicht. Aber wir sind ihr hierher gefolgt. Das hat genügt. Ah, es wirkt wie ein Fokus. Interessant. Die Sphären sind in Aufruhr. Der schwarze Admiral hat auch auf seiner Seite Geisterschiffe mobilisiert. Nun, aber sie werden nicht im Ansatz so gute Kämpfer haben wie wir mit euch, nicht wahr? Er blickt sehr traurig. Wir hatten 72 Hondrianer an Bord und noch einmal 94 auf dem anderen Schiff. Das ist bitter. Und die Fluten haben sie verschlungen, nicht wahr? Die Mittagsflut. Mann, was kann selbst der mächtigste Streiter ausrichten gegen die See? Die See und die Archen. Wir wollen ein letztes Mal Rache nehmen, auf dass wir uns dann von diesem Leid befreien können. Nun, den Archen sollte es kein Problem sein, heranzukommen. Ja. Segelt ihr dieser Tage auf dem Meer oder auch unter dem Meer? Auf dem Meer, in der Nacht. Gut, dann werden wir dies in unsere Schlachtpläne einbeziehen. Gibt es sonst noch, was wir für euch tun können? Wir wollen einfach nur vom Leid befreit werden. Die Schmerzen, die uns quälen. Nun, wir können euch nichts versprechen, aber wir können euch versprechen, dass es einen guten Kampf geben wird. Ob Rondra euch dann erlöst, das obliegt ihrer Entscheidung, nicht in unserer. Deswegen sind wir hier. Die Sphären sind in Aufruhr. Nicht nur die Götter blicken auf euch, sondern auch die Geister. Nun, es besteht Grund zur Hoffnung. Wir haben schon einen der Geister ins Paradies geführt, der verloren schien. Die Avianda. Genau. Ich lege dem Geist mal freundschaftlich meine Hand auf die Hüfte. Wahrscheinlich grapsche ich dabei durch. Wisst ihr, ich glaube, am Ende wird bei uns alles gut. Mit eurer Hilfe, wie könnten wir da verlieren? Eine kleine Gänsehaut breitet sich auf deiner Hand aus und zieht dann den kompletten Arm nach oben. Wir dienen ein letztes Mal. Seid uns willkommen in unserer letzten, größten aller Schlachten. Die Rondrianer nicken wieder und gemeinsam mit dem Kapitän löst sich das Leuchten auf. Und diese schattenhaften Kreaturen verschwinden. Dieser Geist atmet einmal tief durch. Dieser Geist war mir viel lieber als der letzte. Oh. Dem konnte man gut reden. Naja, Boltax, wisst ihr mehr über die Welt der Geister als ich? Weil es klingt so, als hätten wir auch feindliche Geister zu erwarten. Nun, erinnerst du dich? In der Höhle, wo Paligan ausgebildet worden ist. Und dieser Geist war uns eher feindlich gesinnt. Geister haben unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Agenden. Nun, sie klammern sich an das, was sie im Leben gewesen sind. Und manchmal sind sie auch daran gebunden. Erinnerst du dich noch, als wir am Todesfall waren und wir diese Geister der Zwerge getroffen hatten?
Ja, sie wollten durch die Mauer. Mhm. Und sie haben das Werk weiter fortgesetzt, auch nach ihrem Tod, weil ihr Wille so stark war. Manchmal, wenn der Wille stärker ist als das Fleisch, bleibt etwas zurück. Ein Nachhall, eine Impression. Und diese kann verzerrt werden. Ja, und wenn wir auf welche treffen sollten, wie werden wir sie dann los? Nun, du hast gesehen, dass ich den Geist kaum berühren konnte, aber ein wenig schon. Dadurch, dass wir magisch sind, beziehungsweise vermutlich wird es mit eurer karmalen Energie ähnlich sein, könnt ihr die Geister berühren. Ich gehe davon aus, dass eine Waffe aus Titanium sie vermutlich zerschneiden kann. Nachhaltig verletzen werden wir die Geister nicht können, aber zumindest für ein, zwei Tage damit an der erneuten Wiederkehr hindern. Je nachdem. Wir könnten einen Bogengeweihten brauchen, der uns bei dieser Aufgabe helfen könnte, diese Geister zu vertreiben. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten einen Bogengeweihten und wir haben ihn an die Geister verloren. Ich wollte gerade sagen. Aber damals konnten wir immerhin gegen sie kämpfen. Sie scheinen also von Geweihten oder magischen Waffen zumindest getroffen werden zu können. Und wir haben jetzt die Rondrianer auf unserer Seite. Wenn es Geisterschiffe auf der Gegenseite gibt, dann wäre es wohl gut, kämpfen zu lassen. Nun, wir müssen nur die einfachen Matrosen davon überzeugen, dass diese Geister auch wirklich gute Geister sind. Aber da habe ich schon eine Idee. Wir brauchen eine Geschichte, es ihnen zu verkaufen. Nun, sie tragen immer noch das Zeichen der Löwin. Das ist richtig. Aber würde es euch nicht irritieren, wenn auf einmal in der Schlacht neben euch ein Schiff erscheint, in grünem Waban gehüllt, von dem der Nebel ausgeht? Ich glaube, in der Schlacht haben die Leute Besseres zu tun, als auf unsere anderen Schiffe zu achten, die Überleben beschäftigt wahrscheinlich. Es ist trotzdem klug, sie fort zu bereiten. Ja, das wird nicht schaden, aber ich gebe Abel mir recht, in dieser Schlacht werden die Geister vermutlich das allerkleinste Problem sein. Außerdem, wo sollen die schon hinrennen? Von einem Schiff kann man nicht fliehen. Nun, wir beide wissen, dass das nicht wahr ist. Ein normaler Matrose kann nicht fliehen. Ja, was wiederum aber stimmt. Panische Menschen leisten selten gute Arbeit. Und wir wollen doch manövrierfähig bleiben, nicht wahr? Ich denke euch wie Rafim, also ich glaube nicht, dass die Geister unser schlimmstes Problem sind. Wenn die jetzt die Arche zu Gesicht bekommen, dann werden sie an Geisterschiffen nun ja da nicht mehr interessiert sein. Naja, Boltax, aber wenn du das machen möchtest, ich denke, wir verlieren da nichts. Ja, ich denke auch. Es ist auf jeden Fall sinnvoll. Und eine Sache wäre noch anzumerken. Die Kraft der Geister ist vor allem in den dunklen Stunden der Nacht manifest. Am Tage, nun sind sie nur ein Schatten ihrer selbst. Wenn überhaupt. Das sollten wir uns vergegenwärtigen. Ja, ich vermute, dass die Schlacht länger als ein Tag dauern könnte. Nun, dann werden wir damit rechnen müssen, dass in den Nachtstunden die Geisterschiffe auftauchen. Und sie wissen zum Glück noch nichts von unseren Geisterschiffen. Das heißt, wir haben an dieser Stelle vielleicht ein taktisches Bon mot, wie man im Horasreich sagt. Bin mir nicht sicher, ob ihr das Wort richtig benutzt habt, aber ein Bon mot ist ein Scherz. Oh, dachte, es wäre ein gutes Wort, Bon mot. Nicht wirklich. Ah. Naja, was müssen wir denn jetzt tun? Unseren Ausflug nach Vajat vorbereiten. In der Tat, ich gehe davon aus, dass unser lieber Serpentilio bereits dabei ist, die Vorbereitung für die Beschwörung zu treffen, oder?
Vor allen Dingen kümmert er sich um die Alchemiker. Was wir in der Zeit noch tun können, wäre vielleicht ein kurzer Ausflug in die Bucht hinaus. Ah. Nachdem wir diese Heirater schon in unseren Diensten haben, sollten wir diese Dienste auch in Anspruch nehmen und uns von ihnen berichten lassen, wie die Lage in Jalzugoth derzeit ist. Das wäre zumindest ein Versuch wert, wenn sie in der Nähe sind. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig sie sind, aber wenn wir auf diese Karte setzen wollen, dann wären sie wohl auch eine gute Eskorte, wenn wir nach unten tauchen. Haben eure Anstrengungen und Bemühungen in Rissur denn Fortschritte gemacht oder soll ich wieder dolmetschen? Das wäre schön, wenn du dolmetschen könntest, Boltax. Natürlich. Ich würde euch trotzdem allen empfehlen, gerade mit Hinblick auf unsere Schlacht, weiter Übung in dieser Sprache voranzutreiben. Es könnte gerade unter Wasser notwendig sein, dass wir uns mit mehr als nur Attack verständigen. Ja, ich fürchte, das habe ich ein wenig vernachlässigt. Nun gut, ich denke nicht, dass wir heute Nacht noch mit den Heiratern sprechen sollten. Und was können wir sonst noch tun, um uns vorzubereiten? Nun, sollten uns überlegen, wenn es dort unten zu Konfrontationen kommt, wie wir damit umgehen. Möchten wir den Raphim-Ansatz wählen? Oder möchten wir den Zulamin-Ansatz wählen? Oder uns irgendwo dazwischen einordnen? Naja, ich kann euer Gleichnis an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Zulamin und mein Ansatz sind in der Regel derselbe. Nun, sie versucht erst mit den Leuten zu reden, Raphim. Ja, ein guter Punkt. Und wenn wir mit ihnen reden können, wäre das sicher eine Chance, denn wir rechnen ja damit, dass einige dieser Krakonier überzeugt werden können. Und wir wissen nicht, auf wen wir stoßen. Allerdings, wenn wir angegriffen werden? Nun, ich kann nicht sagen, dass mir das Kämpfen unter Wasser beim letzten Mal sonderlich zugesagt hat. Vielleicht sollten wir versuchen, uns einzuschleichen in diese Stadt und Informationen zu gewinnen, wie die Situation vor Ort ist. Naja, taktisch ein guter Vorschlag, praktisch vermutlich schwierig umsetzbar. Dem Fakt gegeben, dass dort niemand aussieht wie wir. Ja, das könnte ein Problem darstellen. Ich sehe ja nicht aus wie ein Krakonier. Vielleicht sollten wir diesen Krakonier zu mitnehmen, den du mitgebracht hast. Er könnte uns als Botschafter dienen. Ja, ein sinnvoller Vorschlag. Ich werde ihn fragen. Also Krakonier, Heireiter, Serpentius Ritual. Sonst noch etwas? Ich überlege noch etwas wegen unserer Ausrüstung. Es wird dort unten sehr kalt sein. Dagegen hat es Serpentilio einen Trank. Und sehr dunkel vor allen Dingen unter Wasser. Ganz recht. Auch dunkel. Ach, Dunkelheit ist nicht so schlimm. Ihr müsst einfach nur eure Augen ans Dunkelsehen gewöhnen. Ne? Funktioniert das nicht nur, solange noch ein Restlicht vorhanden ist, Boltax? Ja, ich weiß nicht. Wir können ja alle einen Gwent Petrylstein mitnehmen. Der bringt Restlicht mit. Und wäre unter Wasser vielleicht gar nicht so verkehrt. Naja, zwei Einwände. Ich vermute, dass die Stadt selber eine gewisse Beleuchtung haben wird. Und sollte sie das nicht haben, würde jede Lichtquelle uns ja sofort offenlegen. Es gibt eine alchemistische Substanz, die uns auch des Nachts sehr gut sehen lässt. Allerdings, wir sind nicht gefeit vor plötzlichen, nun ja, Lichteinwirkungen. Das wäre kontraproduktiv. Naja, dann sollten wir vielleicht erst die Heilreiter fragen.
Die werden ja wissen, ob es da dunkel ist. Ich könnte mich ungesehen vielleicht ins Jahr zu Gott bewegen mit einem Zauber, aber leider nur ich alleine. Aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Und dann vertagen wir unsere Strategiebesprechung auf morgen, wenn wir mehr wissen. Ja, so könntet, wenn ihr möchtet, euch zurückziehen, den Tag verarbeiten. Gerade Rafim, der einen mächtigen Kampf hinter sich hat und sein eigenes Herz geopfert hat und nun, ja, vielleicht über die nächste Zeit mehr und mehr herzlos wird, seine Gefühle vergisst, seinen Lebenswillen und den Antrieb. Aber bis dahin, bis Kor dich ein letztes Mal prüft, hast du noch etwas Zeit. Ja, ihr könnt euch dann zurückziehen an eure eigenen Kajüten und darüber nachsinnen und dann am nächsten Tage wieder wach werden, wenn die Sonne anfängt zu scheinen und die ersten Schiffe neben euch, um euch herum, die dann ebenso wie ihr dümpelt, auch von Lärm und den Glocken erfüllt werden, wenn durchgezählt wird und Wachwechsel beginnt. Wenn eure eigene Glocke an Bord klingt, ist das natürlich immer schon zu gewohnter Zeit, aber wenn dann die anderen Glocken zu anderen Zeiten erklingen oder aber zu der gleichen Zeit und dann doppelt so laut im ganzen Hafen verteilt, das ist dann doch schon recht störend, sodass ihr dann etwas müde, aber doch ausgeruht wieder zusammenkommen könnt am nächsten Tage. Ich würde gerne noch davor nach unseren Schiffsjungen geschickt haben und die mal mit ich der... Ich fürchte, es gibt keine mehr. Oh, wir haben keine Schiffsjungen mehr. Die hattet haben wir ihr, die schon abgesetzt? Die hattet ihr, ich glaube, in Janka? Kuntium. In Kuntium habt ihr die zurückgelassen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir das noch machen wollten oder schon gemacht haben. Haben wir schon, aber wir haben auch noch Matrosen. Und Tekala. Dann würde ich ein paar Leichtmatrosen nach ein paar Leichtmatrosen schicken, so 10. Den würde ich mal die Geschichte von den Rondrianern erzählen, die mir in den Kampf folgen werden, weil ich ja so gut in der Rondra-Kirche gelitten bin. Mhm. Und dass die das auch gerne den Matrosen auf den anderen Schiffen weitererzählen können. Ich baue das dann noch ein bisschen auf, ich bausche das ein bisschen auf. Kurzum, ich streue ein bisschen Seemannsgarn. Gut, dann gib mir einfach mal eine Sagen und Legenden. Sie ist das Schwert um den Aber. Ist es nicht überreden, weil ich eine Märchen erzähle? Ja, Sagen und Legenden sind ja eigentlich Märchen. Ja, dass man sie kennt, aber wenn ich sie erzähle, ist es eine Überredenprobe. Ich glaube, es ist eher die Frage, ist es eine Lüge oder ist es ein Märchen? Es ist auf jeden Fall eine Lüge. Sie sind ja nicht gekommen, weil ich sie gerufen habe. Ja, aber was du denen erzählst, ist ja im Prinzip schon die Wahrheit. Also die, okay. Ich vermute, die Eisenwalde und Reichsforst werden Teile von denen sogar schon kennen. Also ja, ich glaube, es ist nicht so wild für die, das jetzt zu kennen. Ich meine, die haben sie jetzt auch gesehen. Das ist ein guter Punkt. Ja. Stand auch im Aventurischen Boten insofern groß, dass die siebten ist. Gut. Dann einfach mal. Genau, also Schwert um die 8 Punkte. Aberglaube, wie viel guten Ruf hast du noch in der Kirche? 5. Okay, dann ist es wieder um 5 erleichtert und damit hast du es geschafft. Jo. Zwar nicht gut, aber es reicht. Sodass die dann eben auch in den Tavernen dann herumgehen. Du darfst natürlich dir nochmal einen Dukaten Biergeld abstreichen, damit sie dann, also hier gibt es nur eine Taverne, aber sicherlich auch ein paar andere Kontore, wo sie dann Bier saufen gehen können, gerade mit anderen Leuten. Und so macht das dann die Runde. Alles klar.